Hallo lieber wieder, hier ist die Imbal von imbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Frühling 2021 bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. Nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Wieder bevor ich anfange, muss ich hier rasch eine Meldung beiseite schieben. So, meine Mutter hat mir geschrieben über den Messenger. Ja, zurück zur Sache. Wieder, intuitiv habe ich das Gefühl, dass du dich im Frühling, pass auf, dass du dich im Frühling in einer Situation wiederfinden wirst, die du dir so niemals erträumt hast, erdacht hast. Plötzlich wirst du in einer Situation sein, dass du nie als Teil deiner Lebensziele gesehen hast, ja, wenn du so aufgezählt hast, was so deine Ziele im Leben sind, war das nie Teil davon. Nee. Und es ist etwas, das die Gesellschaft als das ultimative Glück definiert, ja. Gemäß deinen Werten ist es jetzt nicht das Ultimative, aber du findest dich nun darin und du befindest dich nun darin und ja, jetzt bist du drin. Der Traum aller, den bekommst du. Und ich habe eigentlich kein schlechtes Gefühl oder so dabei. Es ist nur, dass du dir, dass du hast es dir nie konkret erwünscht. Ja, ah, ist wieder rein. Du hast es dir nie konkret erwünscht. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Ah. Okay. Wieder. Du hast dir das nie wirklich konkret gewünscht, weil du einfach noch zu sehr gebeutelt warst von dem, was deine Ex-Freunde, deine Ex-Freundinnen angetan haben. Ja, das ist so diese typische Geschichte, wo man sagt, weißt du was, die Liebe, die ist nicht mehr Prio bei mir. Früher hatte ich es als Prio und mir wurde nur das Herz gebrochen. Und deswegen ist es kein Thema mehr für mich. Und plötzlich steht da die Liebe vor deiner Nase wieder, ja, so wie du es verdient hast, im positiven Sinne. Aber es ist hier die Nachwirkung vom Ex-Partner noch da, ja. Also wenn du jetzt sagst, mein Ex-Partner, der ist für mich gestorben, ja, das gilt nicht, das ist mir Wurst, dann musst du aber bedenken, der Ex-Partner, die Ex-Partnerin, die sind ja weg, aber du hast dein Mindset von damals, hast du noch hier dabei. Warum ist die Liebe nicht Prio Nummer 1 bei dir? Ist doch was ganz Tolles, ist doch was Schönes. Warum ist es nicht Prio bei dir? Weil dir in der Vergangenheit das Herz gebrochen wurde, weil du nichts davon verstanden hast, ja, immer mit so leeren Händen dagestanden und dich gefragt, wofür das alles war, ja, das ist die Nachwirkung, die du hast, ja, und ich sehe hier, also es heißt hier, lass deinen Ex-Partner los, aber ich glaube, es geht hier nicht nur um den letzten Ex, es geht einfach grundsätzlich um deine bisherigen Erfahrungen in der Liebe, ja, dass du die loslassen sollst, ja? Schauen wir mal. Wieder im Frühling 2021, bitte. Wieder im Frühling 2000, hoppala, komm jetzt. 21, bitte. Ja, die Karten sind mega dick, ja. Das Coole an diesen Karten, das ist das Radiant Wise Spirit Tarot ist das. Das Coole an diesen Karten ist dieser Rand hier. Ja, bei den normalen Karten geht es nicht über den Rand hinaus. Hier geht es bis zum Rand hinaus und dadurch haben diese Karten eine, ich finde, eine intensivere Wirkung. Ja, aber ich setze die nicht so oft ein, weil sie sind sehr dick und ich bekomme da so Schmerzen dann davon. Aber die sind cool. Die sind echt cool. Man wird mehr eins mit diesen Karten beim Leben.
Eine Karte bitte für wieder im Frühling 2021, bitte. 9 der Münzen. Ich will Single sein, ich will alleine sein, ich habe mich darauf eingestellt, alleine zu sein, sagst du. Mir geht es gut, mir geht es gut. Eben wieder, es ist hier nicht eine Situation, wo du so sitzt und so enttäuscht bist von der Liebe und du hast immer noch Herzschmerz und Papi, Papo. Das ist nicht der Fall. Es ist nur, dass du findest, nee, ich mache das nicht so Prio, ich habe andere Prios und die anderen Prios, die laufen fantastisch und ich bin glücklich. Ja, ich bin happy. Diese Energie, ja, dass die Liebe dir aufgezwungen wird wieder, das habe ich schon ein paar Monaten, schon seit ein paar Monaten bei dir. Ich habe das immer wieder liegen hier in den Karten. König der Schwerter, du gehörst mir, sagt dieser Mensch. Du gehörst mir. Ich spüre sehr stark Luftzeichen heraus, ja, das ist dann Zwillinge, Waage, Wassermann, ja. Starke Platzierung hier irgendwo bei Mond, Venus, Aszendent oder Sonnenzeichen. Dein Gegenüber sieht, wie du drauf bist und geht hier sehr strategisch vor. Ja, weil die Sache ist ja die wieder. Du bist ein bisschen gefährlich hier mit deiner Unabhängigkeit, weil was könnte hier sein, wenn da eine Beziehung etabliert ist und dieser Mensch macht irgendeinen Fehler. Was tut dann dieser Mensch hier, 9 der Münzen? Was tut dieser Mensch? Macht Schluss und geht shoppen. Verdrückt keine Träne, nichts. Warum? Weil etwas ist in Brüche gegangen, das gar keine Prio ist. Ja? Und dieser König der Schwerter hier versucht nun eine Strategie zu finden, eine Vorgehensweise zu finden, die euch beide aneinander bindet. Wie kann ich wieder festbinden? An mich festbinden. Und das Interessante ist, darauf bin ich auch auf Instagram, auf meinem Kanal. Unten findest du mein Konto. Nicht Kanal, mein Konto. Mein Instagram-Konto findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Darauf bin ich schon eingegangen. Hier sind zwei Engel abgebildet, die das rote Tuch hier um seinen Kopf herum berühren. Der König der Schwerter ist ein verletzter Mensch, jemand, der im Herzen verletzt wurde, der in der Liebe Enttäuschungen durchgemacht hat. Und die Engel hier berühren hier sein rotes Tuch und erinnern ihn an all den Schmerz, den er im Herzen durchgemacht hat. Und all dieser Schmerz, der ihn zu diesem harten König da gemacht hat. Und wieder, dieser Mensch hier versteht, warum du bist, wie du bist. Ja, dieser Mensch versteht, warum du bist, wie du bist. Ihr scheint beide ähnliche Dinge durchgemacht zu haben, ja. Und dieser Mensch versteht, dass hier das hier passieren muss. Ja, dass du auch deine Überzeugungen, die aus deiner Vergangenheit herausgewachsen sind, dass du auch diese Überzeugungen über Bord werfen musst. Für ihn, für sie. Ist in den meisten Fällen ein Mann hier. Rat des Schicksals. Wieder, es ist kein Zufall, dass ihr beide euch kennengelernt habt. Mm-mm. Dieser Mensch sollte zu diesem Zeitpunkt auf diese Art und Weise in dein Leben treten. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Es könnte sogar sein, dass der Umstand, dass du eben drauf bist, wie du drauf bist, jetzt dafür sorgt, dass du bereit bist für 10 der Münzen. Ja, dass du hier diese Einstellung hast, die stets für einen Sicherheitsabstand in Beziehungen sorgen. Ja, es braucht in Beziehungen immer einen gewissen Sicherheitsabstand, damit man nicht ineinander knallt sozusagen. Und dein Gegenüber sagt, wieder ist mein Schicksal. Ja, der Blick des Königs der Schwerter hier,
geht in Richtung Rat des Schicksals. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr zwei auf eine andere Art und Weise euch kennengelernt habt und dann erst später in Richtung Flirten und Lieben und Blicke austauschen etc. etc. gegangen seid. Ja? Könnte gut sein, dass ihr euch irgendwo bei der Arbeit oder so kennengelernt habt, ihr zwei. Es ist Schicksal. Es ist Schicksal. Ritter der Kelche. Die Strategie deines Gegenübers ist ein sehr liebevoller Umgang, ohne dir allzu nahe zu kommen. Ja, der Ritter der Kelche, der steht für sehr aufrichtige Liebe. Dein Gegenüber hat hier sehr viel Liebe für dich wieder. Und der geht hier aber nicht über den Fluss. Ja, und die Strategie deines Gegenübers ist es, dir das hier zu machen. Ja, dieser Mensch will dir Liebe geben, aufrichtige Liebe, in dein Herz eindringen sozusagen. Der Kelch steht für das Herz und dafür sorgen, dass du ihn oder sie darum bittest, hier rüber zu kommen. Ein ziemlich langfristiger und geduldiger Plan sehe ich hier, sehr strategisch. Also der König der Schwerter ist ja auch der Verhandler im Tarot, ja? Der König der Schwerter und die Königin der Schwerter. Ich muss euch was erzählen. Ich habe mal im Parterre gewohnt, vor dieser Wohnung. Nee, das war 2010, habe ich im Parterre gewohnt. Ja, EG, Erdgeschoss. Es war so eine Wohnung mit Erdgeschossbalkon und so, sehr schön. Und auf jeden Fall hatte ich dort am Anfang, es war meine erste eigene Wohnung, hatte ich am Anfang so schlimme Panikanfälle, weil die Wohnung ständig voll war mit Spinnen. Und einmal habe ich mich sogar zum Duschen ausgezogen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich ging da splitterfasernackt in die Badewanne rein, schließe den Vorhang und sehe einfach in der Badewanne eine riesige Spinne mit fetten Beinen und alles. Ja, also solche Dinge habe ich dort erlebt. Und eines Tages war da wieder mal eine Spinne, ja, und ich voll in Panik geraten, oder? Und dann habe ich ein Glas genommen und Karton, oder, um es einzufangen und dann auf den Balkon rauszulassen. Und dann habe ich mich angenähert da, dieser Spinne angenähert. Und dann wollte ich es einfangen und die Spinne hat so gezuckt. Und das war so ein Aha-Moment bei mir. Das war, ich habe dann mich so gefragt, hey, wieso hast du Angst vor dieser Spinne? Diese Spinne hat viel mehr Angst vor dir. Der hat sich in die Hosen gemacht, weil ich ja als Mensch da versuche, ihn einzufangen oder so. Und das war so ein Wendepunkt. Ab dann hatte ich keine Angst mehr vor all diesen Spinnen. Ja, auch der konnte in der Nähe von mir sein. Ich wusste, ich will zwar nicht, dass der in meine Nähe kommt, aber der will noch viel weniger, dass ich in seine Nähe komme. Ja, und das ist die Taktik, die dein Gegenüber her spielt. Da gibt es irgendwo hinten, ja, du bist da zufrieden, alles ist gut und schön, aber ganz tief drin gibt es irgendwo eine Angst bei dir gegenüber der Liebe. Und dieser Mensch macht dir Angst. Also sorgt dieser Mensch dafür, dass du merkst, dass er noch mehr Angst vor dir hat. Der Magier. Wieder, du bist an jemanden geraten. Ja. Also einerseits ist das ein Hinweis darauf, wie strategisch dein Gegenüber vorgeht. Ja, der Magier ist der, der zaubert, der auch Situationen manipuliert. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe hier keine schlechten Absichten. Ich spüre hier sehr viel Liebe von diesem König der Schwerter. Ja, auf die Liebe des König der Schwerter könnt ihr euch verlassen. Da kann man sich verlassen. Der König der Kelche, ja, der König der Liebe, auf den alleine kann man sich nicht verlassen, weil der liebt alle. Der sagt, die Liebe ist universell, ist doch egal, ob ich sie dir gebe oder einer anderen Frau. Ja, deswegen, der König der Schwerter hier, der liebt dich wirklich sehr. Und der versucht hier die Situation, die Energien so umzuändern, dass
dass du ihn oder sie hereinbittest sozusagen. Ja, gleichzeitig ist das auch deine Karte. Der Magier ist ist eine Marskarte. Auch du wirst hier an einen Punkt kommen, wieder, wo du hier dich komplett veränderst und bereit dazu bist, eine komplett neue Zukunft zu gestalten, ohne deine Überzeugungen aus deiner schlechten Vergangenheit. Okay? Drei der Schwerter. Heilung des Herzens. Heilung des Herzens. Wir haben hier drei der Schwerter. Drei der Schwerter steht dafür, dass etwas passiert ist und dass man sich nun davon heilt. Okay? Und wir haben hier den Magier, eine große Arkana. Hier haben wir eine kleine Arkana. Auf dem Kopf des Magiers befindet sich das Unendlichkeitszeichen hier. Das gleiche befindet sich auch auf der Kraftkarte. Ja, auf dem Kopf der Herrscherin. Und die Herrscherin bist du im Tarot, ist das weibliche Gegenpart zum Herrscher, das dein offizielle, das deine offizielle, die deine offizielle Karte ist. Dieser neue Ausblick mit einem neuen Menschen wieder wird dafür sorgen, dass deine alten Wunden geheilt werden hier. Okay? Das ist deine große Arkana. Der hier überspielt das hier. Das hier ist ein, zwei Tage und das hier über den gesamten Frühling hinaus, hinweg. Ja? Und es wird hier ein Zauber stattfinden. Plötzlich wirst du die Liebe ganz anders betrachten wie bisher, ja, auf eine viel positivere Art und Weise, und du wirst es auch viel wichtiger nehmen wie bisher. Okay? Ciao. Heilung. Ast der Kelche hier. Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere reinlegen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Hier Heilung von all den von all denen, die dich verlassen haben, die du verlassen musstest, ja. Diese Karten hier werde ich fragen, was du wieder vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.